ist ganz spannend. Muss man relativ früh unterwegs sein. So, dann haben wir dazu verschiedene Kräuter, wie französischen Estragon. Kann ich nur empfehlen, immer den französischen zu nehmen. Und am besten nicht diesen langen deutschen, weil der schmeckt eigentlich nur nach Gras. Dann haben wir dazu so ein bisschen eingelegte Eberesche. Die Eberesche, kennen Sie, die Vogelbeere, sind jetzt sogar tatsächlich schon die ersten reif. Aber wir nehmen die Sorte, diese mährische Sorte. Ich habe mal einen Tschechen, der hat es geschafft, die Eberesche so zu kreuzen, dass sie eben nicht mehr bitter sind. Ja? Die haben eine wahnsinnig kräftige Säure, aber die sind nicht mehr bitter. Wir gehen halt her und sammeln, und im Prinzip fangen wir so an, im März mit den ersten kleinen, jungen Wildquittenblüten, die wir sammeln, und gehen dann eben bis zum, ja, so im Oktober, November, bis dann diese Schlehen kommen. Ja? Und das Ganze versuchen wir immer dann eben dementsprechend teilweise einzumachen oder einsalzen, einzuckern, je nachdem konservieren oder auch teilweise einfrieren, wie die. Die haben wir zum Beispiel eingefroren, die sind jetzt noch vom letzten Jahr, okay. Das ist noch nicht die Ernte dieses Jahr, und haben sie dann einfach nur raus und dementsprechend einen gewissen Anteil Zucker dazu, einen Tag vorher, und jetzt sind die eben seit gestern eben eingelegt. Ne? Ja. Das ist ja auch eine Verwandte der Elsbeere. Genau. Ne? Also Elsbeere, Eberesche und genau. Diese Teile. Ja, die meisten denken ja immer, natürlich irgendwie sind die giftig oder so, also das ist völliger Quatsch. Die ist sogar sehr, sehr gesund, weil sie wahnsinnig viel Vitamin C hat. Ne? Ja, was habe ich noch dabei? Auch noch etwas, was da mit reinkommt, und zwar in den Salat kommt so ein bisschen geschossener Lauch rein. Im Prinzip so, wenn der Lauch quasi mehr oder weniger kaputt geht, greift in der Mitte so ein Stängel raus, der geht natürlich bis unten zur Wurzel. Ja? Und wenn das dann noch länger steht, kommt dann hier oben eine richtig große Blüte, die dann aufgeht und die Samen fallen raus. Allerdings ist das dann das Stadium, was wir nicht mehr brauchen, sondern wir brauchen das Stadium, wenn es gerade geschossen ist und wenn jetzt gerade so eine kleine Spitze rauskommt. Aber wie kommst du dann dazu, dass du das genau in dem Moment bekommst von deinen Händlern? Dadurch, dass wir haben mal vor ein paar Jahren angefangen zu sagen, okay, was ist für uns das Beste überhaupt vom Produkt her? Wir haben gesagt, im Endeffekt ist es direkt vom Erzeuger. Also das ist eigentlich unser Thema. Und durch diesen extrem guten Kontakt zu den ganzen Bauern bringen die uns mittlerweile also auch so viele Sachen, wo wir jetzt zum Beispiel auch gar nicht kannten und so weiter, und sagen, ja, könnt ihr was damit anfangen und so weiter. Ja. Und dann probieren wir natürlich aus. Wobei das natürlich hiermit war es umgekehrt. Da war es so, vor 4, 5 Jahren, ich habe eine Kiste Lauch gekauft, ja, beim Bauern, habe nicht richtig hingeschaut, komm ins Essigfilter, und jetzt haben die da innen drin diese festen, Stäbe, ja, was machen wir jetzt damit, ne? Und natürlich, wie es bei uns so ist, wir probieren natürlich aus. Ja, okay. Und was hier spannend ist, man kann den wunderbar schälen, ja, und dann kommt eine Konsistenz im Prinzip wie roher Spargel. So ganz saftig, mit diesen ganz leichten Blättern, die immer übereinander sind, wie auch bei Rhabarber, ja. Also mit dem normalen Lauch gar nicht so viel zu tun haben. Ja, der Nachgeschmack schon. Ja? Ja, aber du hast natürlich diesen tollen, saftigen, also dieser Biss, ne? Also fast so, wie wenn du in einen richtig saftigen Apfel reinbeißen würdest. Ne? Ja. Aber können Sie ja dann nachher selber mal so ein bisschen dann natürlich ausprobieren. Ja, so, das war schon mal das Thema Produkte. Grundsätzlich nochmal zu diesem Gericht. Wir versuchen eigentlich bei all diesen Gemüsegerichten rund zu werden. Das heißt, wir gehen her und versuchen, jedes Teil des Gemüses zu verarbeiten. Also rund zu werden, nicht falsch verstehen. Ja, also, weil wir das Gefühl haben, dass wir dann eine Harmonie in das Gericht reinbekommen, was in sich so selbstverständlich ist, als ob es schon immer so gewesen wäre. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Ja? War kurze Vorrede. So. Gekocht ist eigentlich schon, nee, Kunst liegt jetzt im Anrichten. Aber natürlich gibt es so ein paar Sachen, die will ich natürlich noch mit erklären. Das ist jetzt zum Beispiel eine Karottenessenz. Ja? Gar nicht typisch für uns, nämlich sie ist nicht vegetarisch. Ja? Ich habe auch mal hier Rezepte dabei heute. Ich lege sie mal aus, wer sich dafür interessiert, weil das Gericht ist natürlich von der Verarbeitung her relativ umfangreich, ne? Selbst wenn es auch so einfach aussieht.
Aber so eine Karottenessenz herzustellen, das ist schon relativ heftig. Du musst da wahrscheinlich für so eine Menge erstmal so 2 Kilo Karotten entsaften. Aber wie gesagt, wir hatten ja die Mittelstücken und da haben wir einen Teil natürlich auch von entsaftet. Dann haben wir das reduziert. Dazu kommt dann der relativ kräftige Geflügel-Jus, ja? Und relativ viel Zitronensaft und Olivenöl. Ja? Und dadurch wird es dann eine relativ würzige Soße. Ja? Also keine Angst, wenn die Rezepte nicht ausreichen. Sie sind auf unserer Homepage die-meubelmacher.de unter dem Punkt Bio erleben bereits verlinkt. Man kommt da hin, geht ins Programm und sieht dann da das Gericht Karotten und Kräuter. Und da kann man draufklicken und dann erscheint schon das Gericht vom André Kötig. Dann habe ich hier aus den Rüben quasi noch den Saft gemacht. Das heißt, wir sind das Karottengrün haben wir entsaftet, etwa im Verhältnis 4 Teile grün und 1 Teil von der Brunnenkresse. Die Brunnenkresse bringt dann halt natürlich diese wunderbare kräftige Würze, leichte Schärfe rein und dieses Karottengrün so eine ganz leichte Süße. Ne? Ja, Herwig, dann würde ich sagen, könnten wir schon mal anfangen. Ich hab, ja, genau. Wir haben die Teller mitgebracht. Also das Anrichten bei uns ist natürlich so, dass wir zu 5 in der Küche normalerweise anrichten. Also haben Sie ein bisschen Geduld, bis wir, wobei wir zwei ja schon sehr trainiert sind miteinander. Das ist eine der härtesten Nummern hier auf der Bio-Erleben, ist mit André Köthe anrichten. Das ist der Schwitz. So, okay. Eric, du könntest die Karottenessenz machen. Ja. Ich gebe dir das mal. So, die Bühne ist etwas kleiner als sie früher war, deswegen kriegen wir das trotzdem hin. Das sind perfekt. Ja, ist klar. So, von der Menge her so etwa? Ja, mit dem Extrapunkt? Nee, der ist jetzt so ganz zufällig gekommen. Ich hab's entdeckt, da ist ein Tropfen. So, dann. Die Freude des kleinen Mannes. Dann haben wir die eingelegten Karotten. Na, wir brauchen die ganze Fläche. Wunderbar. So. Die eingelegten Karotten, wie gesagt, haben wir mit Joghurt und etwas frisch gehobelten Knoblauch eingelegt. So. Ja, du kannst ja nochmal mit dem Löffel so leicht aufdrücken, dass es so ein bisschen. Also, das ist verteilt, ne? Ja, verteilt. Ansonsten von der Menge her müsste es eigentlich schon genau. Ein Löffel ist ein so. Jetzt habe ich immer den gleichen Designtropfen wie du. Ja, dann bin ich ja nicht so allein hier. Ne? Ja. So. Wir haben vorhin drüber gesprochen, man kann natürlich im Essigbräter nicht ganz genau sagen, was diese Vorspeise kostet, weil sie ja im Rahmen des Gesamtmenüs ist. Was kostet bei euch im Moment das Gesamtmenü? 143 Euro. Und das sind aber 7 Gänge mit Mineralwasser und allem drum und dran, also bei 7 Gängen. Und das zählt eher zu einer Vorspeise? Bei uns sind eigentlich die einzelnen Gerichte alle so ziemlich gleichwertig. Also okay. Die Fleischportion ist zum Beispiel nicht jetzt wahnsinnig viel größer als eine Gemüseportion. Daher bei uns diese Wertigkeiten alle eher so ein bisschen verschwunden sind, so der klassische Hauptgang oder so. Ne? Aha. Wobei wir nach wie vor auch Fleisch mit im Menü haben. Ne? Also wir haben zum Beispiel 2 Fischgerichte, was wir übrigens auch nur noch aus der Region beziehen. Und, okay, also keine Seefisch mehr? Nein, keine Seewasserfische mehr, einfach aus dem Grund, weil die Qualitäten für uns sehr unterschiedlich sind. Das heißt, du kriegst ja nur 2-mal aus Frankreich Ware pro Woche, mittwochs und samstags. Und
mal kriegst du dann ein Traumprodukt und mal ist es dann auch nur okay. Und ist da ein Problem, wenn es du auf der Karte hast? Genau, dann müsstest du jetzt relativ schnell sehr kreativ sein und dann das ersetzen. Und jetzt haben wir es halt so gemacht, dass wir vom Ammersee, von dem Herrn Birnbaum, das ist so ein Fischzüchter da, der schickt wirklich jeden Morgen sein Kistchen weg und dann haben wir das am nächsten Morgen. Das heißt, bei uns sind die Fische exakt einen Tag unterwegs. Ja, genau. Und sind auch wirklich nur für einen Tag dann dementsprechend. Was kann ich tun? Du kannst das übernehmen. Das okay. Ja, ich nehme dann diese schönen Karotten schon. So, ja, das ist ja natürlich klar mit diesen Karotten, die sehr, sehr lang gegart sind. Die konnten wir jetzt auch wirklich hier nicht machen. Aber die sind auch meines Erachtens wirklich ganz intensiv. So. So, mit dem Grün noch dran. Das ist sehr angenehm, dass wir hier das Anrichten mischen. Da kann man nicht mehr einwandfrei sagen, welcher Teller vom anderen und welcher von mir war. Ich sag's mal. Okay, so, die Karotten. Ja, aber so mit diesen regionalen Produkten, das entwickelt sich eigentlich ganz toll. Mittlerweile haben wir verschiedene Sammler, die da sich natürlich viel engagieren und uns dann auch so täglich dann die frischen Kräuter bringen oder irgendwie schon Beeren etc. etc. Das heißt, ihr müsst es halt selber auch mitentwickeln, ne? Also es entsteht einfach durch. Das ist unglaublich, dass du eigentlich jedes Jahr immer wieder neue Sachen entdeckst und denkst, wow, jetzt kochst du schon so lang und irgendwie geht das mit der Produktvielfalt eigentlich fast nie zu Ende. Ne? Allerdings glaube ich auch, dass man natürlich auch erstmal so eine Basis schaffen muss, wo man dann natürlich auch sich ein bisschen öffnet und sagt, okay, wir gehen auch relativ wertfrei erstmal an Produkte ran. Also es gibt ja sehr viele Kräuter, zum Beispiel die zum Beispiel relativ viele Bittertöne haben und wo du im ersten Moment sagst, naja, was machst du jetzt damit und so weiter, das kann man doch gar nicht gebrauchen. Ne? Aber ist natürlich trotzdem spannend, wenn man das in ein bestimmtes Verhältnis vielleicht bringt, wenn jetzt Eukalyptus zum Beispiel so mit so ganz leichten Bittertönen oder so, ja, und das Richtige eben dazu setzt oder eben zum Beispiel auch ein Thema ist zum Beispiel Tomate und Grapefruit hat schon immer zusammengepasst, ja, von Bitter und eben dieser Süße der Tomate und so fort. Und so kann man es natürlich mit vielen Sachen machen. Ne? Aber wie gesagt, immer wieder ausprobieren und die Verhältnismäßigkeiten untereinander, die sind dann letztendlich ganz wichtig. Wenn ich von einer Sache einen Hauch zu viel habe, kann das natürlich alles zerstören. Kannst du abschätzen, wie viel Zeit eure Arbeitszeit in Richtung Entwicklung investiert wird? Also das hat sich Gott sei Dank immer mehr und mehr erhöht. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt mittlerweile eigentlich pro Tag schon so um die 2 Stunden Entwicklung haben. Das hat sich Gott sei Dank so ein bisschen gedreht. Das war früher vielleicht eher in der Woche 2 Stunden. Und das war auch sehr notwendig, weil, sage ich mal, du musst im Prinzip ständig neu schöpfen, um dann auch immer wieder, sage ich mal, die aktuellen Kräuter und Gemüse eben zu integrieren. Ne? Ist es denn noch so, wie das früher, damals, als ihr den 2. Stand bekommen habt, da hieß es ja, ihr habt eigentlich den 2. Stand für eure eigene Kreation bekommen, sonst wird ja bei der Sternebewertung ist es ja eher so, dass die Leute sagen, wenn ihr alles richtig macht, dann bekommt ihr noch einen Stand mehr und ihr habt ja aber eure Geschichte komplett selbst entwickelt. Da gab es ja eigentlich kein Vorbild dafür. Müsst ihr deswegen jetzt auch so lange in der Entwicklung arbeiten, um das aufrechtzuerhalten und das weiterzuentwickeln? Ja, ich denke mal, letztendlich ist es so, dass du natürlich immer versuchst, natürlich mal irgendwo auch auf den Punkt zu kommen. Das heißt, du schaust, dass du, anfänglich hatten wir eine extreme Gewürzküche gemacht, dann haben wir aber gemerkt, dass die Gewürzküche im Prinzip mit dem Thema Grundprodukt aus der Region eigentlich relativ schwierig zusammenpasst. Das heißt, die Produkte
waren eigentlich oft auch im Randbereich, dass eigentlich das Gewürz fast wichtiger war, dann letztendlich geschmacklich gesehen, als das Grundprodukt. Und das war eigentlich schade, wo wir zum Beispiel gesagt haben, nee, das so können wir uns nicht weiterentwickeln. Und dann sind wir natürlich hier gegangen, okay, haben gesagt, okay, was wollen wir jetzt eigentlich? Ja, wollen wir jetzt die Produkte darstellen oder die Gewürze darstellen? Und wir haben klar gesagt, Gewürze sind immer nur zum Würzen da. Aber sind nie Mittelprodukte. Also eigentlich und das perfekte Produkt, das Mittel, ergänzt das, und nicht andersrum. Genau, ja. Und das haben wir natürlich die letzten Jahre ganz, ganz deutlich verändert, wo wir dann jetzt eben eher hergehen und sagen, wir wollen eine Küche haben, die eigentlich nur ganz schlicht und, sage ich mal, gewürzt ist mit eher regionalen, verschiedenen eingelegten Sachen, aber eben nicht mit diesen klassischen Gewürzmischungen, die gibt es bei uns nicht. Ne? Und das war zum Beispiel ein Prozess, der enorm lang auch eigentlich gedauert hat, weil du natürlich auch, sag ich mal, erstmal dich wieder auf die neuen Sachen einstellen musst. Ne? Könntest du von der Eberesche so vier Stück mit der Pinzette? So, ich mach da mal den geschossenen Lauch. Und die sollen jeweils auf die Röllchen, ne? Genau. Okay. So. Ja, das ist eigentlich wie im Fernsehen, ne? Da ist der geschossene Lauch aufgeschnitten. So. Aber ich denke, Sie wissen ja, wie man das schneidet, also das brauchen wir jetzt nicht mehr. Jetzt die Ebereschen auch quadratisch, dass sie nicht so leicht wegrollen? Ja, schauen wir mal, das, da könnten wir vielleicht nochmal schauen, ob wir da jemanden finden, der das so gut kreuzen kann. So, ein bisschen Olivenöl. Wenn sie ein bisschen älter sind, dann rollen sie nicht so schnell weg. So. So. Also der geschossene Lauch gibt jetzt im Prinzip so ein bisschen das Würzige, weil natürlich die Karotte hat relativ viel Süße und da kann man natürlich ruhig ein bisschen was so leicht Zwiebeliges, also wir hatten da den Karottenröllchen, da so ein bisschen Knoblauch dran, so leichte Schärfe und jetzt kommen noch diese leicht marinierten geschossenen von Lauch. So. Darf ich nur die Teller dann bitte nicht bewegen? Ja. Beim Servieren. Okay. Schwebend. Gar nicht. So. Herwig, bei dir hat man immer das Gefühl, dass du das ständig machst. Ja, wirklich, also muss man nicht sagen. Du willst mich ja zwischendurch motivieren, dass man mal Zittern nicht so sieht, ne? So. Toll. So. Naja, also wenn ich jetzt deinen Job machen müsste, dann weiß ich gar nicht, ne? Die Schweinerei. Ja, so. Hat sich auch in Richtung Region entwickelt, wie bei dir. Ah, ja. Bei uns ist es das regionale Holz, das was bei dir die regionalen Lebensmittel sind, ist bei uns das Holz aus der Region. Auch da ist die Einzelanfertigung halt eine ständige Herausforderung. Ob das jetzt hier Leder ist, das wir neu in der Küche haben, oder bei dir die Eberesche, die du neu entdeckst, das ist im Prinzip nicht ganz unähnlich. Okay. Die gehobene Küche und die gehobene Küche. Also die Massivholzküche die und die Hardware. Ja, die Software und die Hardware sozusagen. Wunderbar. Na, da bin ich noch nicht. So, dann jetzt die Kräuter. Ja, die Kräuter sollte man immer schauen, mit relativ wenig Öl anmachen, weil Kräuter fallen natürlich sehr, sehr schnell ein und umso mehr Öl sie dann dran machen, umso mehr sacken die dann ein und wirklich ganz zum Schluss. Ach, beim Einsacken sind ist wirklich das Öl. Ja, natürlich. Da, wenn du zu viel Öl dran machst, ne? Also deswegen, ich habe jetzt mal gar keins dran gemacht, nur ein bisschen Salz, Pfeffer und Zitrone. Und das ist eigentlich auch genau das Problem. Also geht's mal ohne Öl. So. Wieder eine Parallele, unsere Massivholz. Küchen sind auch geölt. Dann allerdings mit Leinöl. Okay. So, jetzt haben wir die Ebereschen verteilt. Hast du noch was für mich? Ja, du könntest bei den Kräutern mitmachen. Ja. Die müssen wir so ein bisschen hier reinflechten. Reinflechten. So. Ja, ja. Also. So. Bohnenkresse und das Karottenkraut und ein bisschen Esslager. Ne? Okay. So.
Also ich glaube, wenn man liest, das jetzt einfach das Produkt liest und sagt, es sind Karotten mit Kräutern und dann vielleicht auf der Speisekarte lesen. Ja, auf der Speisekarte lesen würde das sowas, ja, geschätzt 20 Euro oder sowas kosten würde wahrscheinlich, oder? André? Ja, denke ich mal, ne? Also ich glaub, dann kann man jetzt, wenn man gesehen hat, wie es gemacht wird, wie es angerichtet wird, wie viel allein im Produkt steckt, an Arbeit, an Zeit, an Entwicklung, dann kann man das, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen. So, ich mache jetzt die Essenz außenrum von den Kräutern. So. Oh ja, super. So. Du könntest die hier eigentlich schon, die ersten, wo die Essenz außenrum ist, sind fertig. Ans Foto denken vom besten Teller. So, der Wein ist da, jawohl. Bei den Kräutern ist am schwierigsten, wieder reinzukommen, oder? Ja, also da muss ich mal sagen, bei uns im Betrieb arbeiten sie aber immer mit der Pinzette, aber so, das ist auch immer so eine Sache. Ist das im Moment bei euch auf der Karte auch? Ja. Wie gesagt, wenn Sie es nachkochen wollen, die Rezepte, alle Rezepte von der Bio erleben und auch viele andere Rezepte vom André, glaube ich, sind es allein 15 bis 20, finden Sie unter die-moebelmacher.de. Und da gibt es auch eine Suchmaschine, das heißt, wenn Sie da einfach das Wort Karotten oder Kalb oder was auch immer eingeben, dann werden alle Gerichte angezeigt, die mit diesen Zutaten gut gemacht sind. Da brauchen wir noch was nicht heute. Super. Oh, ein bisschen gekräutert. So. Gut. Ja? Ja. Okay, na, das war auch noch just in time. Der ist gut. Oh, okay, alles klar. Ja, also ich wünsche dir guten Appetit. Wenn Sie es nachkochen wollen, empfehle ich, das Beste ist immer, sich 3-4 gute Freunde einladen, die richtig gut kochen können, ja, und richtig helfen können. Eine gute Flasche Wein dazu, dann klappt das gar nicht. Ja, also guten Appetit. Den guten Wein haben Sie übrigens vom André Köp, nein, den haben Sie von Manfred Rothe, der hat seinen Stand direkt gegenüber. Das heißt, das ist der Bacchus, der Bio-Bacchus von Manfred Rothe, den Sie im Glas haben. Ansonsten herzlichen Dank an André Köthe. Ich glaube, Sie können jetzt nachvollziehen, wie viel Arbeit in so einem Gericht steckt und warum es das auch dann wert ist. Bei dir muss man sich immer anmelden, André, ne? Das ist deshalb so, ja. Also, schon, ja. Das ist für das Abendessen vorher anrufen, anmelden und dann gleich 5.300 Meter, oder? Ja, ja, ich bin ja heute mit meinem Handwagen da. Also der Wagen da. Also ist ja nicht so weit. Ist also, einen schönen Tag. Ja, ja, vielen Dank, André Köthe, und wie gesagt, das Rezept nachzulesen unter die-moebelmacher.de und wir machen weiter nachher mit der Diana Bürkel von der nächsten Kochshow. Dann haben wir auch um 17:45 Uhr nochmal eine Kochshow. Bleiben Sie hier, bleiben Sie auf der Bio erleben und noch einen wunderbaren Tag und Ihnen einen guten Appetit.